Ich bin Rechtsanwalt Christian Behmuth aus Düsseldorf, Fachanwalt für Strafrecht, Spezialist für Verkehrsstrafrecht. Thema Dashcams. Sind Dashcams erlaubt oder nicht? In einigen Ländern sind sie schon im Verkehrsalltag etabliert. In Deutschland ist die Verwendung von Dashcams noch ein bisschen strittig. Jetzt erkläre ich dir mal, warum das so ist. Thema Dashcam-Aufnahme vor Gericht. Jeder Richter wird deine Dashcam-Aufnahme vor Gericht als Beweismittel zulassen. Das ist in der Justizpraxis überhaupt keine Frage. Wenn du dich mit deiner Dashcam-Aufnahme entlasten kannst, also wenn du beweisen kannst, dass du unschuldig bist an einem Unfall oder einen Verkehrsverstoß, der dir vorgeworfen wird, nicht begangen hast, dann und eine entsprechende Dashcam-Aufnahme hast, die das beweist, dann wird das vom Richter zugelassen werden. Dennoch muss man sich bewusst sein, dass die permanente Aufzeichnung von anderen Verkehrsteilnehmern einen Verstoß gegen das Datenschutzgesetz darstellt. Du greifst dadurch, dass du andere permanent filmst, in deren Persönlichkeitsrecht ein. Man spricht hier von dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und um diesen Eingriff zu minimieren, kann ich dir nur empfehlen, dass du eine Dashcam verwendest, die die Aufnahmen permanent überschreibt. Das heißt, dass das Bildmaterial, was aufgezeichnet wird, nur für einen kurzen Zeitraum Bestand hat und das dann wieder durch neue Aufnahmen überschrieben wird. Es gibt Dashcams, die sind so konstruiert, dass wenn etwas passiert, wenn ein Unfall passiert, eine Erschütterung des Fahrzeugs zum Beispiel, dieser Überschreibeschutz gehemmt wird. Das heißt, du hast dann deine Aufnahme, die du dann beim Gericht verwenden kannst. Ich kann aber grundsätzlich auch dir nur raten, guck dir die Aufnahme vorher an, bevor du der Polizei erzählst, dass du dich mit deiner Kameraaufnahme entlasten kannst, denn es könnte ja auch eine Verkehrssituation aufgezeichnet worden sein, die dich nicht entlastet, sondern die dich eher belastet. Das heißt, nicht voreilig mitteilen bei der Polizei, ich habe eine Dashcam-Aufzeichnung. Grundsätzlich wird aber das Interesse, das du hast, dich zu entlasten, also zu beweisen, dass du Recht hast, höher bewertet als der Eingriff in das Recht der Person, die von dir gefilmt wurde. Das heißt, du hast die Garantie praktisch, dass deine Aufnahme vom Gericht auch verwertet wird. Es ist aber problematisch und ein Verstoß gegen das Bundesdatenschutzgesetz, wenn du eine Kamera installiert hast, die den Verkehr permanent filmt und insbesondere auch, wenn du eine Kamera installiert hast, die nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten heraus filmt. Da kann es dir passieren, dass jemand dich anzeigt und sagt, hier, der filmt mich, der verstößt gegen das Bundesdatenschutzgesetz und dann wird gegen dich ein Bußgeldverfahren eingeleitet, das sehr teuer werden kann. Also die Bußgelder, die da bei solchen Verstößen verhängt werden, die sind richtig gesalzen. Das sind 500 Euro oder noch viel, viel mehr, die da auf dich zukommen können. Deswegen eben unbedingt eine Dashcam verwenden, die die Aufnahmen permanent überschreibt. Und achte dann auch bitte darauf, dass die Dashcam möglichst nur auf die Kennzeichen der anderen Fahrzeuge gerichtet ist. Also, dass man die Fahrer, die Insassen der anderen Fahrzeuge möglichst nicht erkennen kann. Ja, das zum Thema Dashcams. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann habt ihr hier unten einen Link, wo ihr euch eintragen könnt und mich kontaktieren könnt. Vielen Dank.